So, das ist meine Geburtstagstorte. Mein Mann war gerade in den Niederlanden und hat Kuchen gekauft. Ja, es gibt also keinen Käsekuchen verziert mit irgendwas, sondern es gibt ein Kirsch verkehrt. Das ist Kuchenteig, dann Sahne und auf der Sahne sind die Kirschen. Sehr lecker, sehr fruchtig. Ja, den lassen wir uns jetzt schmecken. Ihr wolltet wissen, was es für Geburtstagskuchen gibt. Das ist mein Geburtstagskuchen. Hallo, ihr lieben Wesen. Neue Frisur, ganz kurze Haare. Habe ich mir gestern geschnitten. Ja, ich wollte, dass viele, viele blond raus haben. Jetzt habe ich nur noch ein bisschen was im Pony. Der Rest ist alles ganz kurz um meine quasi Naturhaarfarbe. Ja, wenn der Pony rausgewachsen ist, kommt das auch noch alles weg. Ja, wie ihr im Titel schon lesen konntet, ein sehr teurer Geburtstagsessenseinkauf, aber nicht nur für den Geburtstag, der übrigens schon war. Vielen Dank an alle, die gratuliert haben. Wir machen jetzt am Wochenende später, nach dem Geburtstag, Raclette. Oh, mein T-Shirt sitzt nicht. Kennt ihr das? So. Die Hosenträger halten mein T-Shirt doof fest. So. Ja. Gekostet hat der ganze Spaß 91,13 €. Wie gesagt, nicht nur für den Geburtstag, aber das ist nicht für den Geburtstag. Obwohl der kommt auch noch mit dabei. Also die paar Teile sind nicht für den Geburtstag. Gut, ich zeige euch jetzt, was geworden ist. Einmal das. Und dann sage ich euch noch, was wir dann am Raclette machen, was ich wofür gekauft habe. Jetzt erstmal die Badezimmerhygieneartikel. Für den Mann habe ich mitgebracht Rasierklingen. Für mich durften einmal Surfbretter mit. Dann durften auch wieder ein paar Müllbeutel mit. Da ich nie weiß, wie viel Liter wir nun haben, habe ich jetzt mal zwei kleinere geholt, weil die wir sonst haben, sind viel zu groß. Also einmal 25 Liter, einmal 10 Liter und einmal 35 Liter. Ja, ich muss mir das unbedingt mal merken, was wir für Mülleimer haben. Dann ist meine Zahnpasta leer. Da habe ich jetzt Blender Med, extra weiß, wobei ich nicht glaube, dass das was wird. Sie war die günstigste. Deswegen habe ich sie geholt, weil sie von allen, die da zur Auswahl waren, die günstige war. Dann Kochschinken. Hey, es gibt Kochschinken. Also ich war übrigens bei Pennymarkt, habt ihr ja im Titel bestimmt schon gelesen. Ich kann es vergessen zu erwähnen. Ja, Kochschinken für den Ehemann. Gab es da jetzt bei Rewe eine ganze Zeit lang nur diese riesengroßen. Und jetzt bei Penny gab es jetzt den. So, jetzt kommen wir zur Raclette-Abteilung. Brie. Ich habe Lust auf Brie beim Raclette. Dann zwei verschiedene Käse. Die mischen wir dann immer, wenn wir die gehobelt, geraspelt, klein gemacht haben. Einmal den mittelalten, weil der sich einfach besser durch die Maschine jagen lässt. Und einmal ein Block Emmentaler. Als Nachtisch habe ich dann für meine Mama und mich, wenn der Ehemann möchte, natürlich auch Vanilleeis für Eiskaffee. Weil der Ehemann hat eben noch gesagt, er hätte noch irgendein Kirscheis, was, wo er sich dann drauf freut. Mal gucken. Ein paar Tafeltrauben in Rot, Lila, Blau, wie auch immer ihr das nennen möchtet. So, dann kommen wir mal zum Fleisch. Hähnchengyros, weil das schon gewürzt und klein gehäckselt ist. Dann Schweineminutensteak hat der Ehemann sich gewünscht. Dann nochmal Hähnchen geschnetzeltes. Da sind die Stücke größer. Die werde ich wahrscheinlich nochmal halbieren müssen, weil die sind doch sehr, sehr groß, aber halt auch schon fertig gewürzt. Und Chivapcici's. Wenn mein Sohn mit Raclette tüt, dann haben wir meistens Bratwurst noch dabei. Und ich hatte jetzt keine Lust auf langweilige Bratwurst und habe mir gedacht, die sind bestimmt voll toll gewürzt. Und die brauche ich ja dann auch nur in Müffelchen heißt das bei uns, schneiden. Da mache ich dann aus einer so einer Stange 4 Stück. Und ja, dann haben wir mal Chivapcici auf dem Raclette. Hatten wir, glaube ich, bisher auch noch nicht. So, weiter geht's. Wer kennt es? Datteln im Speckmantel. Habe ich mich
als ich das erste Mal gesehen und dann auch gegessen habe, sofort drin verliebt, darf bei keinem Grill und Raclette mehr fehlen. Hier ist der Speck und da sind die Datteln. Die wickel ich dann noch ein vorher und dann kommen die auf einem Tablett schon gewickelt auf den Tisch. So, zweimal Mayonnaise. Unsere große Luffart gab es leider jetzt bei Penny nicht, deswegen habe ich jetzt die. Aber meine Mama mag die hier sowieso lieber. Mir ist es fast egal. White Tiger Garnelen. Die Tüte hat 10 Euro gekostet. Es sind drin 450 Gramm. Ich glaube, das war das teuerste Einzelstück hier. Ja, aber zwischendurch gönne ich mir die gerne. Da ich die sonst so nicht als Mittagessen oder sowas hole. Wenn wir dann Raclette oder mal grillen, dann möchte ich die auch dabei haben. So, meine Mutter hat sich gewünscht eine Süßkartoffel. Die werden wir in dünne Scheiben schneiden, etwas dicker als Chips. Und dann kann man die auch auf dem Raclette garen und dann mit einem leckeren Dip oder Soßen oder sonst irgendwas lecker essen. Dass es nicht nur Fleisch ist. ja, die habe ich jetzt nicht speziell gekauft fürs Raclette. Die waren da und im Angebot. Da hat die Packung nur noch 2 Euro gekostet. Da habe ich jetzt zweimal Wassermelone Limette geholt, weil wir die ja so lecker finden. Getränk für mich, Cola Mix, Cola Sun Mix in Zero. Für meine Mutter und den Ehemann Cola. Meine Mama bringt auch noch ein paar Sachen mit. Ich nehme mal an, sie bringt sich auch noch eine Flasche Cola mit, aber ich wollte halt auch was hier haben. Dann fast vergessen, einmal Sprühsahne, weil ich den Käsekuchen noch machen möchte, der an meinem Geburtstag nicht gegessen wurde. Ich zeige euch mal, was wir stattdessen gegessen haben. Ich blende euch das mal ein. Da gab es nämlich ein Kirschverkehrt. Hat mein Mann extra aus den Niederlanden noch schnell geholt. So, dann habe ich diese, wie nennen die sich denn? Knack und Back von Pennymarkt Croissants zweimal und zweimal die Sonntagsbrötchen. Da werde ich jetzt gleich Zupfbrot draus machen. Oder Zupfbrötchen. Ich werde da jeweils ein Paket nehmen. Einmal Brötchen, einmal Croissant. Die werde ich in kleine Stücke schneiden und zupfen. Und dann kommen die in eine Backform bzw. in mehrere Backförmchen. Und dann kriegt jeder Zupfbrot. Ja, habe ich mir so überlegt. Ich weiß nicht, ob es was wird. Ist das erste Mal, dass ich das mache. Gute deutsche Markenbutter und Margarine. Was könnte das wohl werden? Kräuterbutter. Ja, ich mache wieder selber Kräuterbutter. Also ich brauche nur das. Das ist ganz normal für unseren Hausgebrauch. Dann machen wir selber auch noch Kräuterbutter. Ja, auch nicht fürs Raclette. Hühnermägen für den Hund. Hatten sie jetzt mal wieder eine einzige Tüte da? Habe ich gedacht, bringe ich dem Hund die mit. So, für später abends, weil meine Mutter bleibt über Nacht. Einmal Chips frisch oriental für meine Mutter und den Ehemann. Die mögen das. Ich mag die jetzt nicht so sehr. Und für uns alle einmal die Knusperbande. Die sind, glaube ich, so wie Pombeeren. Einmal in Original und einmal im Ketchup-Style. Die sind sehr lecker. Ketchup-Style ist mega lecker. Ja, das war's. Das waren 100 Euro. Ja, jetzt verräume ich das Ganze noch in den Kühlschrank. Bereite schon mal einiges vor, was ich so machen kann. Wie zum Beispiel ja die Datteln und die Kräuterbutter und das Zupfbrot kann ich schon machen. Und es ist übrigens gerade mal 8:40 Uhr. Ich bin um 7:30 Uhr, bin ich nach Penny gefahren. Oder 7:45 Uhr bin ich nach Penny gefahren, als es hier annähernd hell war. Ja, und habe das schnell erledigt. Ist übrigens sehr angenehm, so früh morgens. Dann sind nur zwei Rentner unterwegs. Der Laden war so leer, das war so schön. Und gerade alles frisch am Einräumen. Das Personal hat gerade frisch alles eingeräumt. Es war so schön. Man hat alles bekommen, was man brauchte und man hatte keinen Stress in den Gängen. Ja. Wie gesagt, ich verräume jetzt alles. Dann werde ich irgendwann mal frühstücken. Kater macht irgendeinen Quatsch. Ja, und dann warten wir auf die Mutter. Die möchte irgendwann. Denke mal so zwischen 12 und 12:30 Uhr, 1 Uhr wird sie hier sein. Die kommt mit dem Fahrrad. Ja, die war an meinem Geburtstag auch schon mit dem Fahrrad hier. Es wird sehr duster, wenn ich mich wegdrehe. So. Ja,
Und jetzt kommt sie dann wieder mit dem Fahrrad. Bringt, wie gesagt, auch noch ein paar Sachen mit. Ich gucke mal, ob ich euch das auch noch zeigen kann, ob ich dran denke, wie dann unser Raclette so aussieht. Vielleicht sieht es bei euch ja anders aus, wenn ihr Raclette macht. Das dürft ihr mir natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht sind ja ein paar Ideen für uns dabei, die wir dann beim nächsten Raclette, wahrscheinlich zu Weihnachten, dann auch umsetzen und mal ausprobieren. Dürft ihr mich gerne alles wissen lassen, was ihr so auf und unters Raclette macht. Gut, ihr Lieben, das war's von mir von hier für heute. Es sei denn, ich blende euch gleich noch ein, was die Mutter mitgebracht hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, ich zeige euch jetzt, wie man diese wunderschönen Blätterteigkörbchen macht. Und zwar braucht ihr, das sind so Mini-Muffin-Förmchen, so ein Blech. Da kommt der Teig drauf. Und zwar habe ich diese Rolle einfach so in Scheiben geschnitten. Zeige ich euch gleich. Und dann kommen die einfach hier drauf und dann ab in den Backofen. So sieht das aus. Ihr braucht ein super scharfes Messer. Gucken, ob ich das jetzt einhändig kann. Ah, das ist schwierig. Dann zeige ich euch das so. Und dann werden hier dünne Scheiben von abgeschnitten. Die legen wir dann auf diese Hütchen drauf. So, hier habe ich schon ein paar. Jetzt zeige ich euch das. Das ist jetzt so einer. So, und dann einfach ein bisschen runterdrücken. Den Rest macht der Backofen. So, ich lasse hier immer eine Reihe frei, weil das sonst zu eng wird. Wenn die sich hier berühren, kann man die ganz einfach auseinanderhebeln, wenn die nachher gebacken sind. Und dann kann man die beim Raclette oder auch beim Grillen oder beim Fondue mit dabei und kann sich dann hier süße kleine Törtchen machen. So, das machen wir jetzt mit dem ganzen Blech und dann wandern die in den Ofen. So, jetzt zeige ich euch meine zweite Brotvariante, und zwar ein Zupfbrot. Dafür machen wir hier von diesen Sonntagsbrötchen. Die habe ich alle halbiert und die werden jetzt platt gemacht. Schön lang. So lang, wie ihr das auch möchtet. Und vor allen Dingen schön platt. Dann kommt etwas selbstgemachte Kräuterbutter drauf. Ich muss gucken. So, könnt ihr das sehen? So. Und dann hatten wir von dem Croissant diese Ringe. Die halbiere ich jetzt in der Länge. Dann legen wir die hier drauf. Dann wird das so gefaltet, wie ihr da gerade Lust zu habt. So, und dann kommt das in eine kleine Auflaufform. So machen wir das jetzt mit allen. Ich stelle euch ein bisschen weiter weg. Könnt ihr das vielleicht besser erkennen? So, dann wieder Kräuterbutter. Ihr könnt natürlich auch gekaufte Kräuterbutter nehmen, nur ich mache sie halt immer selber. Von daher habe ich die sowieso hier jetzt fürs Raclette. So sieht das aus. Und die kommen dann auch gleich in den Backofen. So, ihr Lieben, hier ist der kleine Nachtrag, wenn die Kamera denn scharf stellen mag. 33,15 € bei Aldi. Ja, Mama hat sich fürs Frühstück für morgen früh noch Aufschnitt geholt. Hähnchenbrust in Aspik, finde ich ja richtig eklig. Und dann noch zwei Dosen Croissants hat sie sich geholt. Und fürs Raclette kam dann noch mit küchenfertige Minutensteaks vom Rind. 5 Dosen Pfirsiche, weil mein Mann, meine Mama und ich lieben Pfirsiche und eventuell racletten wir morgen dann nochmal die Reste von heute, was übrig bleibt. Und da brauchen wir ganz viel Pfirsiche für. Und ich hatte Lust auf Maiskölbchen. Ich habe Pfirsich und Maiskölbchen heute Morgen bei Penny vergessen, deswegen
Mama musste jetzt eh noch mal nach Aldi wegen einer Handyaufladung. Habe ich gedacht, kaufen wir das. Also zweimal Maiskölbchen. Und es kamen mit frische, also Käsecreme in Kirschpaprika. Da ist dann wohl auch eine Olive und eine Chili drin. Ich habe schon die genommen mit den wenigsten Oliven, weil wir alle keine Oliven mögen. Meine Mama möchte lieber Honey Peppers. Und ich habe zweimal die Kirschpaprikas mit der Frischkäse. So, das schmeißen wir jetzt gleich alles aufs Raclette.